Ingenieur Rudolf Haselböck auf dem Weg zur Messe Bauen und Energie. Er gehört zur Versuchs- und Forschungsanstalt der Hafner beim Österreichischen Kachelofenverband und wird heute wieder Dutzende Interessenten beraten, die sich über den Kachelofen informieren wollen. Schon beim Messebeginn strömen die Besucher herein und können die unterschiedlichsten Kachelofenvarianten bestaunen. Aussteller hier und auf den anderen Endverbrauchermessen sind zunächst einmal die Hafnermeister. Ich denke, dass man nur auf der Messe zeigen kann, was es für Neuigkeiten gibt. Und die gesamte Hafnerbranche wird davon profitieren, was auf der Wiener Messe und auf den Messen ausgestellt wird. Gibt es ein besonderes Stück, das hier den Kunden präsentiert wird? Ja, auf dem sitzen wir gerade. Das besondere Stück zeigt einmal, welche Möglichkeiten das es überhaupt gibt im Kachelofenbau. Muss nicht immer der Kachelofen schlank und rank sein, hoch. Es kann auch ganz was Niedriges sein. Man muss einfach ein bisschen nachdenken, dann fällt Ihnen schon was ein. Und Dieter Ulrich, wie zufrieden mit dem Besuch an diesen vier Messetagen? Ja, wir sind ja schon alte Hasen auf der Messe. Und das ist, glaube ich, schon Aufschwung. Es kommen Leute, interessieren sie. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir als Hafner ausstellen. Weil wenn man schaut, was da auf der Messe teilweise dasteht, und wenn man dann als Hafner nicht mehr vertreten ist, dann werden wir von diesen deutschen Ständen überrollt. Auch die Zulieferindustrie nützt die Konsumentenmessen, um zusammen mit Hafnern aus den jeweiligen Regionen Innovationen vorzustellen. Wie die Firma Sommerhuber, ein führender Hersteller von Kacheln und Ofensystemen. Das Interesse war ungebrochen am Kachelofen. Besonderes Interesse war am vollkeramischen Speicherofen. Der Kunde hat gerne einen Ofen, den er einmal einheizt und über mehrere Stunden gleichmäßig die Wärme an den Raum abgibt. Und hier wurden präsentiert ein eckiges Modell und ein rundes Modell mit Sichtscheibe, das eben speziell gedacht wurde für Häuser mit geringem Energiebedarf und auch für Wohneinheiten. Und heuer haben wir da einen stärkeren Zuspruch für gerade diese Modelle verspürt. Erstmals dabei auch die Firma Ordner, die sich bei Technologien für Ofensetzer mit dem System Ordner Insight ebenfalls auf die Optimierung von Speicherwärme konzentriert. Einen Raumteiler haben wir hier stehen, wo wir das Innenleben von uns präsentieren, die Kompaktheit des Systems, und wir wollen den Kunden eigentlich damit zeigen, wie kompakt ein Ofen gebaut werden kann und wie auf welchem kleinen Platz eigentlich eine hohe Speicherwirkung zusammenkommt. Auf neutrale Beratung setzt der Österreichische Kachelofenverband. Am Stand wird nichts verkauft. Hier haben gerade Rudolf Haselböck und sein Kollege, Diplom-Ingenieur Jürgen Kollmann, alle Hände voll zu tun, um die Leute über die Technologie und das Innenleben eines Kachelofens zu informieren, das man normalerweise nie zu sehen bekommt. Hier drinnen befindet sich der Brennraum, das ist der Herz des Kachelofens. Nach dem Brennraum folgen die Züge. Wir haben hier, wenn man hier nach hinten schreitet, sehen wir hier den ersten Zug, das ist der Sturzzug, und dieser Zug wird dann so angeordnet, dass der Kachelofen optimal ausgebaut wird. Wir haben hier eine Zuglänge von etwa 3,5 Meter. Und zwar die Züge sind dafür da, damit die umgesetzte Energie im Brennraum in einer Speichermasse eingespeichert wird. Dafür brauchen wir hier diese Züge. Nach den Zügen erfolgt der Anschluss an den Storchern und wird dann ins Freie abgeleitet. So gut informiert, fällt es dann leichter, sich für einen bestimmten Kachelofen, Kachelherd oder einen Heizkamin zu entscheiden. Wie zum Beispiel dieses Ehepaar aus Niederösterreich, das sich umfassend beraten ließ, bevor es ein Hafnermeister knistern ließ. Ja, wir sind von dem ausgegangen, ein bisschen Ersparnis. Wir wollen in der Übergangszeit billiger heizen, permanente Zentralheizung. Und zusätzlich wollen wir alles fair schaden. Ne? Wir haben damit einen Glastürl, den Kamin, und eben, es gefällt uns, dass es gemütlich ist am Abend. Ja. Wie ist er denn geworden, der Kamin? Ja, von der Optik her sehr schön, so wie wir es uns vorgestellt haben. Modern,
modernste Saal, auch die Farben passend zur neuen Wohnung. Wir sind sehr zufrieden. Und genau das will die gesamte Kachelofenbranche hier erreichen, nämlich für zufriedene Kunden sorgen, mit kompetenter Beratung. Beratung ohne Wenn und Aber. Dieses Motto hat die Bauen und Energie in Wien dieses Jahr sozusagen auf ihre Fahnen geschrieben. Wem es nicht möglich war, die Messe hier in Wien oder die Energiesparmesse in Wels zu besuchen, der findet alle neutralen Informationen über den Kachelofen natürlich auch hier unter www.unserkachelofen.at. Da werden Sie geholfen.